Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend hat man mich mal auf den Namen Maverick getauft. Und wir spielen ja ein bisschen gemeinsam Euro Truck Simulator 2. Wir stehen gerade in Karlskrona. Mal gucken, wo wir jetzt so hinfahren. Haben immer noch keinen eigenen LKW. Mal gucken, was hier so für Angebote offen sind, was wir für Aufträge fahren können, für welche Firma. Ich spiele immer noch mit dem alten gammeligen Lenkrad. Es ist immer noch nicht das Neue da. Leider. Also ist immer noch alles etwas hakelig. Aber naja. Ich habe keine Unfälle gebaut bis jetzt damit. Von daher, zumindest keine schlimmen. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und dann mal auf nach Schweden. So, das war. Wo fahren wir denn als nächstes mal hin? Wir sind in. Wo waren wir denn jetzt? Wir waren in Karlskrona, Karlstadt. Karlskrona, ne? Dip, 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 dip. Die Weltkarte lädt ziemlich lange. So. Wir waren in. Gut, zurücksetzen. Karlskrona waren wir. Dann gucken wir mal, was wir eine Mission kriegen von Karlskrona aus, würde ich sagen, oder? Karlskrona. Karlskrona Burg aufs Satteltieflader. 11 Tonnen. Was Größeres vielleicht mal? Spielzeug. 10.000, komm, Burg aus Fehnern, das ist doch mal was hier. Das gibt mal ein bisschen Asche. Würde ich sagen. Lohnt sich dann wieder. So, was fahren wir diesmal? Wir fahren wieder einen Scania. Oh Gott! Mit dem darf ich gar nicht nach Deutschland rein, oder? Das ist doch ein Megatrailer. What are we waiting for? Oder? Ich glaube, den darf ich in Deutschland gar nicht fahren. Schick. Na gut. Also braucht man da nicht fest vorgegebene Routen oder so? War da nicht irgendwas? Gott, das ist aber klein da unten. Da kannst du ja gar nichts erkennen. Das ist ja eine Katastrophe. Da, den wollte ich haben. Cruise Control. Zack, zack, zack. Na gut, ich kann es so gerade eben erkennen. Okay, dann wollen wir mal. Muss natürlich doppelt aufpassen mit dem langen Teil. Ist, wie nennt das der Ami das? B-Double oder was ist das hier? So. Ah, links rum. Verdammt, jetzt stehe ich zu dicht dran. Das ist nicht gut. Turn left. Ja, I turn left. I hope that my trailer won't hit the wall. Nee, tut er nicht. Gut. Alles klar. Take the second exit. The second exit. Yes, sir. Ich könnte einfach gerade drüber fahren. Es kommt ja gerade keiner. Nein, sowas machen wir nicht. Weit ausholen. Exit now. Weit einholen. So, und rüber da. Ist das schon der ganz neue Scania? Ich glaube ja, ne? Das ist, glaube ich, der ganz neue, den. Da bin ich auch noch nicht gefahren im Simulator. Der sieht nicht schlecht aus. Ziemlich modern. Ja. Muss mal überraschen. Der war taucht. Get ready to turn left. Get ready to turn left. Okay. I will turn left. Hier so? Turn left. Hui. Ah, okay, da habe ich eine Tachoanzeige. Die Tachoanzeigen sind gefühlt sehr unscharf, finde ich. Ich könnte mich vielleicht ein bisschen dichter ransetzen, aber. Turn right. Ja, ja, Morkwee. Kommt da was? Nee. Hat auch nichts, kommt immer mal beide Spuren zum Reindrehen, dass uns der hintere Trailer nicht auf den Bordstein knallt. Das wird jetzt interessant, ich weiß, wie wir den in Kiel dann gleich, oder in Burg dann gleich einparken. Oh, sorry. Berühmten schwedischen 2 plus 1 Highways oder Landstraßen mit den Motorradfahrer-Schreddern. Da in der Mitte in die Leitplanke, da in diese Poller da, wenn da ein Motorrad reinkommt, tödlich.
Hast ja nichts, wo du dann abrutschen kannst oder so. Autos geht wohl noch, aber Motorräder soll wohl eine Katastrophe sein. Aber ich fahre ja kein Motorrad, kann mir ja egal sein. Wobei die garantiert ein leichtes Auto auch mehr zerlegen, als dass sie schützen. Die halten das zwar von der Gegenspur weg, aber... Ja, naja. Fernlicht anders mal versehen. Burg auf Fehmarn. Oh, 70! So, wie viele Kilometer sind denn das? 11 Stunden Restzeit. Okay, ja, von mir aus. Von meinetwegen. Es gibt 10.000, hätten wir 20.000. Kriegt man mit 20.000 wohl schon gebrauchten LKW? Ich glaub's nicht, ne? Die kosten 60.000, 70.000, glaube ich, hier. So. Speichere. Schön. Schön, was denn? Viertel nach zwei. I turn off the fan light. Yes. Go straight. Go straight, okay. I go straight. Shoot. Go straight. Immer noch straight, okay. Ich glaube, das, was ich jetzt auf dem Tacho habe, heißt 84 km/h. Ich weiß es aber nicht. Wir fahren wieder nach Blekinge rein? Ne, Skåne. Nach Skåne. Ich glaube, wir waren in Blekinge, ne? 110. Hui. Malmö, Sümrus, an Ystad. Bestimmt Ystad auf der Fähre und dann rüber nach bei Ystad. Wenn, dann würde ich Trelleborg und dann nach Travemünde rüber oder nach Lübeck oder wie auch immer. Ach ne, das gibt's glaube ich hier nicht, ne? Müsste ich jetzt lügen, weiß nicht, ob es die Verbindung hier gibt. Aber er will garantiert da rein, ne? Ja, will er. Keep right and then exit right. Exit right? Exit right. Das ist ein amerikanischer Entwickler, ich glaube, es gibt doch, gibt es in Europa. Right. Ja, gibt es in Europa Exits, die auf der linken Seite sind? Ich glaube nicht, oder? Ausfahrten gibt es durch in ganz Europa nur rechts. Turn right. Habe ich Fernlicht an? Nein. Kann ich hier nichts. Zu eng um die Kurve gefahren. Hoffentlich hat der Trailer keinen Schaden genommen. Kann ich den XC70 da vorne bitte mitnehmen? Get ready to turn right. Der mit dem Blaulicht auf dem Dach, der gefällt mir. Get ready to turn right. Ist das nicht ein Roundabout? Hm. Turn right. Oh. Oh, guck mal. Ey, schick. Alter SK. Den hatte ich mal als Mod drin. Also entweder hat der LKW oder der Zivilverkehr, der Verkehrsmod, den ich drin habe, den drin. Oder ich habe den Mod nicht richtig deaktiviert. Aber eigentlich ist der Mod nicht drin. Muss das wohl der Mod gewesen sein. So. Ich glaube, so ein Tandem bin ich auch noch nie gefahren in dem Spiel. Bin mal gespannt, wie ich die gleich an die. Oh! Wie ich die gleich an die. Nicht der Polizei hinten drauf fahren. Das könnte. Ja, bremst erstaunlich gut. Es könnte Ärger geben, wenn man den die Karre verbeult. So, Fernlicht an. Es ist immer noch Nacht. Naja. Guck mal, mit schicke rote Puffbeleuchtung. Sexy. Ups. Ein Wildzaun. Ein bisschen sehr hart dargestellt. Boah. Durchaus authentisch, gibt's in Schweden viel. Go straight. Go straight. Okay. Na, Trelleborg oder Ystad? Ich würde sagen Trelleborg. Von Trelleborg dann rüber nach Rostock oder Lübeck. Beziehungsweise Travemünde. Schätze ich mal.
Ja, so an den Wildzäunen könnten sie echt nochmal arbeiten. Die sind ein bisschen. Naja. Das ist ein bisschen, ja, so ein ganz bisschen sehr 2005. So eine Monsterzäune. Ja, wir fahren nach Trelleborg. Genau. Den Kreisverkehr gibt es in der Realität, glaube ich, auch. Da müsste in der Realität steht da, glaube ich, eine Tankstelle drin. Oder? Ja, nee, das ist nicht der. Wobei, doch. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Ja. Den da hinten, den meinte ich, genau. Dark Hammer's Girls weg. Ich finde es erstaunlich, wie viel Wiedererkennungswert die tatsächlich allein in diese Straßen reingefummelt haben. Ich weiß nicht, ob es vom Standardspiel kommt oder ob das über den Pro-Mods ist, aber ich bin diese Straße in der Realität bestimmt schon 20, 30 Mal, na, 20, 30 Mal nicht, aber 20 Mal bestimmt schon gefahren. Im Urlaub. Und man erkennt es einfach wieder. Man weiß, wo man ist. Das finde ich echt cool. At the roundabout, take the first exit. The first exit? Exit Okay. now. Ja, die Tankstelle gibt es, glaube ich, in der echt auch. Ich glaube, da habe ich schon At mal the getankt. roundabout, Sind allerdings, glaube ich, nicht so viele Kreisverkehre drumherum. Aber gut. Schönes Auto da vorne. Exit now. V70. V70-1. Oder ein 850. Kann man so nicht genau erkennen. Auf jeden Fall das beste Auto, was hier gebaut wurde. Keep left. Okay. Keep left. Ja, ein V70. Sehr schönes Auto. Sehr schönes Auto. Hier ist noch ein Schwarz und mit Zusatzscheinwerfer vorne drauf. At the roundabout. Besser Auto. The second exit. Exit now. Keep left. So, hier wieder rum, okay. Go straight and then turn right. Go straight? Das ist eigentlich jetzt eher left, aber. Turn ist right. Okay, ich sehe es ja auf der Karte, wo du lang willst. Jemand mag mich. Jemand mag mich. Achso, ne. Nur ein Dienstplan für den nächsten Monat. Oder für diesen Monat. Egal. Aber die mögen mich auch, weil ich immer fleißig arbeite. Und immer einspringe, wenn einer krank ist. Deswegen. Kilometers per Hour. Yes. It's a bit fast. Ja, wieder auf 84 runter, würde ich sagen. Wir wollen den Bus ja nicht überholen da vorne. Was ich aber wohl muss. Ein Volvo-Bus. Schön. Huch. Zoll? Okay. Ein Easy Pass. Ich fahre hier links durch. Ah, links ist zu, okay. Hier ist kein Easy Pass, okay. Ah, ich fahre über die Hörungsbrücke, okay. Trelleborg als Fährhafen gibt es hier anscheinend nicht. Gut zu wissen. Oder wir sind gerade dran vorbeigefahren, das kann natürlich auch sein. Damit der mir nicht in die Seite fährt, da sind die nämlich ziemlich schmerzfrei.
Das ist aber auch nicht schwer, was ich da hinten drin habe. Der geht ab wie eine Rakete. Steht da hinten gerade ein Flugzeug? Da landet ein Flugzeug. Muss ja Kopenhagen sein. Schön. Ach ja. Welcome to Denmark. Das ist Kopenhagen da vorne, ja. Schnupp, schnupp, schnupp. You are me a little too slow. I overhaul you. Deswegen geht's bergauf und überholt er mich gleich wieder. Ich das Tempo nie halten kann. Komm mal wieder, ich bin ziemlich leicht. Also ich komm echt gut die Berge hoch. Was ist denn das da? Sieht aus wie so ein Viehtransporter. Oder was soll das sein? Ja, wahrscheinlich, ne? Nee, der hat da irgendwie... Keep left. Keep left. Kabel, oder was hat er da drauf? Sieht aus wie Kabel. Ja, schön finde ich auch, dass sie jetzt in den letzten Patches haben die ja die... Wie heißt das denn hier? Keine Ahnung, Landwirtschaftssimulator nennt es sich Dynamic Hoses. Die Anschlussleitung bei Trailern, dass du die jetzt auch beim im fließenden Verkehr drin hast, finde ich sehr cool. Weil das auch bei vielen Spielen halt fehlt, ne? Wo sowas drin sein könnte, sei es Train Simulator oder sowas in der Richtung, da fehlt sowas häufig in einer vernünftigen Umsetzung. Das ist hier echt gelungen, muss ich sagen. Was ist denn das für ein interessanter Auflieger? Was ist das? Na komm. Wir verstoßen einfach mal gegen alle Vorschriften. Ach, das ist so ein Mega-Trailer, wa? Ja, ja. Was ist das denn? Dicker Mega-Trailer und vorne dran eine alte SK. Genau. Ich will blinken sollen, ne? Keep right. I keep right, my friend. Yes. Nach Getzer. Rödby Getzer. Mal gucken, Fotolinie rüber. Wir gucken mal. 90 km/h. Oh, da kommen wir nicht hin mit unseren 84. Oh. Fahren wir lieber auf die innere Spur, bevor wir den hier genau. Und dann beschleunigen wir wieder raus. Lellinge. Ja. Ganz schön viele Knöpfe. Da unten den Tempomat. Unten links auf dem Lenkrad. Okay. Ist da oben scheint Lautstärke für irgendwas zu sein. Navigation fürs Bordsystem. Was haben wir da unten? Pedale? Kann ich nicht zuordnen, was das ist. Der rechte Regler unten auf dem Lenkrad. Naja. Also unten auf der unteren Seite, wo auch der Tempomat ist. Nicht links, sondern unten auf dem Zentralteil. Kann ich irgendwie nicht zuordnen, was das ist. Naja, ich würde mir jetzt kein Bedienungshandbuch für... Ah, das Lenkrad sieht echt schick aus. Kein Bedienungshandbuch für ein aktuelles Scania angucken, aber... Hat was. Eine Socke. Trafalgar, du bist mir echt zu unschnell. I overtake you all, ne? Schöner Neoplan. Schön. Also macht viel mehr Spaß, wenn das echte Fahrzeuge sind. Einmal nach vorne gelehnt. Ich find's viel schöner, wenn das echte Fahrzeuge sind, nicht irgendwelche Fantasieautos. Das wirkt einfach authentischer. Sonst wirkt das immer so wie gekonnt und nicht gewollt. Oder gefolgt und nicht gekonnt, so. Da kam schon wieder eine SK von vorne. Ist ja noch ein MAN F2000 drin? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ist ein bisschen übertrieben viele von den Dingern. Also ich finde ja cool, dass da mal so einer zwischen ist, aber... Das ist jetzt... Wir fahren jetzt seit... 1,5 Stunden.
Das ist jetzt die dritte graue SK, die mir über den Weg läuft. Ich glaube, so ein Ding siehst du in der Realität. Boah. Wenn du nicht weißt, wo du gucken musst, siehst du so ein Ding einmal im Jahr. Heutzutage zumindest. Viele gibt es da nicht mehr von. Aber hier fährt noch immer einer rum. Andererseits sehe ich auch fast täglich einen Kenworth W900. Fährt hier halt auch öfter mal rum. Das Schiff ist ganz schön schnell da vorne. Jemand mag mich. Jemand schreibt mir. Wer das wohl ist. Wisst ihr, da war die Dead Zone wieder zu groß. Scheiße. Glücklicherweise habe ich die Wand nicht erwischt, dann gibt es keine Abzüge. Rødby Hafen. Also gleich auf der Fähre und rüber nach Puttgarden. Da liegt sie doch schon, die Fähre, oder? Vermute ich mal, dass es jetzt auf der Fähre geht und dann ab nach Puttgarden. Nochmal Utini. Aufliegerschaden? Oh. Das gibt Abzug. Egal. At the roundabout, take the first exit. Take the first exit, yes sir. You take the first exit to the ferry. Exit now. Yes, I exit now. Das ärgert mich jetzt, dass ich gerade den Auflieger kaputt geknallt habe. Muss ich denn lang? Da passe ich bestimmt nicht durch. Das habe ich schon mal versucht und habe ich mir den kompletten LKW verbeult. Oh. Fahre ich schön rechts dran vorbei. Schön an allen Wartespuren. Normalerweise stehst du ja da links auf der Wartespur. Schön an den ganzen Wartespuren vorbei. Ich bin Premium. Ich bin wichtiger. Rumpel. So. Wo kann man denn hier hinfahren? Wir fahren nach Puttgarden, würde ich sagen, ne? Richtig? Richtig. Rerouting. I'll find a new route. Ups, LKW ausgemacht. Waren die nicht sonst mal aus, wenn man losgefahren ist? Egal. Was ist das für eine weiße Linie hier ins Schiff rein? Guck mal, die geht sogar durch. Ach, das sollen die Schienen sein, weil wir in Puttgarden sind. Ja, natürlich. Entschuldigung. Aber warum sind Rødby keine Schienen? Egal. Ist das die Ausfahrt hier? Nein, das da hinten ist die Ausfahrt. Oh, es gibt wieder Abzug für 1% Aufliegerschaden. Naja. Jameson? Whisky? Ist doch Whisky, oder? Ich glaube, James ist. Ist Whisky? Scotch? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das nichts Gesundes. Ach, guck mal. Die Heusaison. So, wir sind in Deutschland, das heißt 60. LKW-Maut! Verdammt, ab 12 Tonnen. 6 höchstens. Burg auf Fehmarn. Sehr schön. Get ready to turn right. Get ready to turn right. Yes, we turn to Burg auf Fehmarn. Es wäre cool, wenn er versuchen würde, die Ortsnamen vorzulesen. Auf Englisch. Burg auf Fehmarn. Peter Sturf. Get ready to turn left. I get ready to turn left, my friend. Yes, yes, yes. Turn Your left turn, jeps, jeps, jeps. Nach Burg AF. Alles klar. Keep right. Das ist gar nicht realistisch, das Spiel. Wenn ich mal auf YouTube Videos angucke von LKW-Fahrern, dann brauchen die LKWs bei den Automatikschaltern immer 3 Minuten, um einen Gang zu finden. Also das ist gar nicht realistisch hier.
Erster Aufenthalt in Burg auf Fehmarn. Hervorragend. At the roundabout. Take the second exit. Geradeaus rüber, alles klar. Guck, die Müllabfuhr ist auch schon da. Exit now. Blinken vergessen, egal. We're here. We're here, ja. Und ich sollte. Ich sollte hinter den Lidl und bin jetzt natürlich auf der falschen Seite vom Lidl. So ein Mist. Ich sollte dahin, ne? Soll ich dir da gleich reindrücken? Ach du Hilfe. Bob, bob, bob. Wie drehen wir denn hier am dümmsten mal um? Okay, also für die für die Zielanfahrt sollte man sich vielleicht nicht unbedingt auf den Navigationsdings verlassen. Dann fährst du halt mal dran vorbei. Ist aber auch nicht so schlimm. Fahren wir halt nochmal hin. Ja, nimm mir die Vorfahrt! Super! Was war das denn? Ey! Ach, guck mal, da muss er einfach hin. Einfach gerade rein, hoffe ich mal, wa? Hoffe ich mal. Ja, anders geht's ja nicht. Andersrum kriege ich den da ja nicht hin. Also einfach, die Dinger, da kann man einfach drüber fahren. Das sind ja nur Markierungen. Muss mal gucken, wie weit ich muss. So. Das war die nächste Ladung. Mein Arm hängt durch das Fenster, kann das sein? Ausgezeichnet, gucke mal. Keinen Schaden abgezogen gekriegt. Da kann ich mit um. Level 3. Was nehmen wir denn mal? Zerbrechliche Fracht, Fernfahrten? Just-in-Time-Lieferung, sparsame Fahrweise. Hochwertige Fracht machen wir mal noch dazu. Schon wieder noch mehr Briefe hier. Was gibt's denn hier Schönes? Selbstständige Fahrer gesucht. WW Logistics. Okay. WW Logistics, was das wohl ist. Besuchen Sie unsere örtliche Bankfiliale. Spezialtransporte. Schön, schön, schön. Ich habe aber mit 20.000 Euro kriege ich, glaube ich, noch keinen LKW zusammen, oder? Ich wage es stark zu bezweifeln. Zum Mod-Händler? Ah, okay. Die Scania R und T von... Die sind jetzt auch noch in Extra-Händlern, okay. Alles klar. Ne, gut. Das ist ja schon interessant zu wissen. Weil das sind ja Mod-Fahrzeuge hier. Na gut. So, mal gucken, wo wir als nächstes so lang fahren. So, das war unsere erste Tour mit einem Doppeltrailer. Also ein Trailer, ein kleiner Tandem hinten dran. Auch mal was Interessantes. Kann man wohl mal öfter machen, wobei ich glaube, nach Südeuropa brauchst du damit nicht fahren. Da kommst du damit nicht um die Kurven. Das ist alles ein bisschen enger, Frankreich wahrscheinlich auch nicht. Aber mal sehen, wie oft uns sowas in Zukunft noch über den Weg läuft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu, ich streame ja auch andere Dinge. Dirt Rally, War Thunder, alles mögliche, was hier nicht auftaucht, eigentlich alles, was ich spiele. In diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal in Burg auf Fehmarn.